So, meine Freunde, was geht ab, was geht ab? Wie versprochen, kriegt ihr die Reaction auf Kolja Goldstein. Für mich persönlich ein sehr sympathischer Kerl. Komplett real, kein Blender. Und auch seine Mucke, ich pump die gerade übertrieben. Ich weiß nicht warum. Ich habe den erst jetzt seit, keine Ahnung, vorgestern auf dem Schirm. Der Typ ist geil. Also ich feiere den hart. Von seiner Musik her, von seiner Art her, von seiner Person her. Alles komplett volles Programm. Leute, auf jeden Fall hier 26 Minuten TV. Könnt ihr abonnieren, ziehe ich mir auch immer rein. Aber bisher die beste Folge ist mit Kolja Goldstein. Und wenn es nach mir geht, könnten es mehr wie zwei Teile sein, sogar 10 Teile. Ich würde mir alle auf komplette Sucht reinziehen, alle, okay? Wie gesagt, ich habe gestern schon eine Reaction versucht hochzuladen. Da habe ich allerdings auf was anderes reacted, auch von Kolja Goldstein. Von ZDF, den Nachbarkanal Frontal. Ich wusste nicht, dass die auch schon ihre ZDF-Rechte da reingepackt haben und und. Die haben das Video direkt weltweit gesperrt. Scheiße, ist eine geile Reaction geworden. Ich habe die mir auch nochmal reingezogen. Der Typ ist auf jeden Fall ein Phänomen. Er ist krass. Ich finde ihn geil. Passt. Der Typ ist cool. Okay. Deswegen ziehen wir uns das jetzt hier mal rein einfach. Wir machen das mal auf 1,25. Haben wir schon. Weil, die reden schon langsam und man versteht alles so soweit ganz gut, okay? Auf jeden Fall ziehen wir uns das jetzt rein. Ja, Servus, das war jetzt betätigt. Was? Ich sehe den nicht. Bisschen vorspulen. Was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 26 Minuten Besuchszeit. Wir haben heute eine Premiere. Wie wir auf Instagram angekündigt haben, sind wir heute das erste Mal selber zu Besuch. Ja, richtig Ehre. Wir wurden aufgenommen wie Löwen, wirklich richtig Ehre. Vielen, vielen Dank. Wir sitzen hier gerade bei Kolja zu Hause. Bruder, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Gastfreundschaft. Sehr gerne. Ja. Ich würde sagen, du weißt, wir haben nicht viel Zeit. Lass uns direkt loslegen. Ja. So, Bruder, du erzählst von Leuten, die sich in Säure auflösen, Leute, die nervös werden. Erzähl uns mal, wie kommt man überhaupt in so einen Film? Ja gut, das ist natürlich eine Kette. Ja, das fällt nicht vom Himmel. Man beginnt einfach da irgendwo zu arbeiten, ob es auf der Straße ist, und das geht immer weiter. Und irgendwann endet man dann in der Unterwelt. Und da sind so Dinge gang und gäbe, dass Leute verschwinden, aufgelöst werden, zersägt werden, verbuddelt. Passieren viele Sachen, ja. Ich würde von vorne anfangen. Du sagst erstmal Straße, irgendwann kommt die Unterwelt. Beginnen wir mit der Straße. Wie kam das? Wann bist du so da reingerutscht? Ja gut, ich komme eigentlich aus gutem Elternhaus. Also meine Eltern waren immer so stets bemüht, dass es uns gut geht. Das heißt ja, ich bin nicht irgendwie auf der Straße geboren oder in so einem Müll, den viele Leute so von sich geben. Sondern ich habe ganz normal, wie alle, ganz normal Schule gemacht, einen Abschluss gemacht, ganz normal. Und habe dann einfach schnell für mich gemerkt, dass ich mit normaler Arbeit, ja, ehrlicher Arbeit, wie man so schön sagt, 40, 50 Stunden die Woche netto, nicht zum Ziel komme. Und dann. Also mit dem Typ kann ich mich auf jeden Fall böse identifizieren. Ich komme eigentlich auch aus einem guten Elternhaus. Meinen Eltern hat es nie an Geld gemangelt, aber mich hat damals die Straße so übertrieben geschlungen und gefressen. Wie meine Mutter so schön immer sagte, die Straße war dein Vater. Mich hat einfach die Straße angelockt. Ich war einfach ein kleiner asozialer Bengel, den, keine Ahnung, den das Adrenalin gepumpt hat und einfach, ich hatte einfach Bock, Scheiße zu bauen, zu klauen, Kacke zu bauen, Leute abzuziehen und und. Ich kann mich mit dem Typ total identifizieren, nur dass ich halt nicht so heftig tief drinnen bin wie er. Mit der Unterwelt habe ich absolut nichts zu tun. Allerdings, die Leute, die mich kennen, privat kennen, kennen meinen besten Freund, der jetzt leider in Hamburg in U-Haft sitzt. Er war da ganz tief mit drin verstrickt in der Unterwelt. Er hat Drogenhandel im großen Stil gemacht. Ihm wurden jetzt per EncroChat 600 Kilo Kokain nachgewiesen. Und ja. Ich habe hier auch eine Anklageschrift liegen von meinem besten Freund. Die Kopie. Und da stehen auch alle Encro-Chat-Namen drin und um wie viele Bargeldsummen es ging und und. Also die Leute, die mich kennen, wissen, ich laber keine Scheiße. Ihn thront gerade zwischen 8 und 12 Jahre. Er wurde hier verhaftet in Hessen, in Offenbach. Und ist in die JVA Bräugesheim erstmal in die U-Haft gesteckt worden. Und jetzt ja, wie gesagt, in Hamburg ist der Prozess. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich eigentlich dazu sagen darf, wie viel nicht. Er war halt für die Transporte zuständig, sagen wir es mal so, okay?
Wie gesagt, er war ganz tief drinne. Und die Leute, die mich kennen, wissen, wer das ist, von wem ich gerade spreche. Und deswegen interessiert mich das Thema auch so. Und deswegen interessiert mich auch dieser Kolja so. Der ist einfach so, ich weiß nicht, mich interessiert sowas halt sehr stark, ja. Und deswegen. Naja, habe ich angefangen, ja, meinen Weg zu gehen. Wann war so der Zeitpunkt, wie alt warst du ungefähr, wo du gemerkt hast, okay, das ist nicht mein Weg? Da war ich ja, ich sollte mal Zeitungen austragen oder irgendwie sowas machen, so mit 12, 13, so Kleinzeug, weißt du, beim Nachbarn Rasenmähen oder sowas. Und das war für mich nicht besonders aufschlussreich. Und da habe ich halt eben schon früh mitbekommen, vielleicht auch von Leuten, die der Familie sehr nahe standen, dass es halt andere Wege und Möglichkeiten gibt, um schnell viel mehr Geld zu verdienen. Das heißt, die Strukturen waren so gegeben. Strukturen waren da, ja. Und du hast sie dann irgendwann so mit 13, 14 angenommen. Habe ich angenommen, ja. Erzähl, wie ist das passiert? Also, was hast du gemacht mit 14, 15? Also so eine, ja, als Beispiel ich muss ein bisschen aufpassen, Der Typ ist sehr krass, der überlegt auch sehr gut, der ist gar nicht dumm, der ist sehr schlau, der Typ. Der überlegt ganz gut, was er sagt und was er nicht sagt. Was ich halt sehr krass finde, ist, ich habe mir ja diese ZDF-Doku da reingezogen, über den. Und wie offen der mit dem Thema da umgeht und zeigt, und da liegen dann da 14, 15, 16 Kilo Kokain vor ihm. Ich weiß nicht, ob ihm das im Nachhinein zur Last fallen kann, weiß ich nicht. Was ich, oder was heißt wissen, aber was ich denke, der Typ ist noch ganz tief mit drin. Er ist ja dadurch Millionär geworden, Multimillionär. Ich hoffe, dass er nicht gefickt wird, weil das ist ein sympathischer Dude und Alter, wenn er so sein Geld gemacht hat, warum nicht? Sei ihm gegönnt, Alter. Aber er muss halt aufpassen, so mit der Öffentlichkeit und so, ich weiß nicht. Da gibt es jetzt viele Hater, viele Neider. Und es kann ihm echt zum Verhängnis werden. Ich hoffe halt, dass da nichts passiert, weil das, wie gesagt, ein cooler Typ, ohne ihm jetzt in den Arsch zu kriechen oder sonst was, aber der muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, denke ich mal. Weil der wird jetzt auf dem Schirm sein. 100%. hat Ja, ja, verständlich. mit Betäubungsmitteln gehandelt, glaube ich, so wird man das im Fachjargon ausdrücken. Genau. Und ja, zum Beispiel, der war nicht immer zu Hause, aber ich wusste, wo die Sachen waren. Die Kunden sind dann halt auch abends gekommen und haben am Fenster geklopft, im Erdgeschoss gewohnt damals. Und dann habe ich das geregelt, als ich klein war. Ich wusste, was zu tun ist, ich habe das beobachtet. Und so hat es eigentlich angefangen. Und dann, ja, so hat mein Heldentum begonnen, ja. Das heißt, du hast dich BTM-Handel im Endeffekt hast dich aufgebaut, bist langsam größer geworden. Und wir hatten ja schon ein Vorgespräch auch. Du bist ja irgendwann dann auch aus Deutschland raus. Erzähl, wie alt warst du da und wie kam es dazu so? Und was war der Beweggrund? Dass ich aus Deutschland rausgegangen bin. Ja, ich habe in Paris gewohnt, 10 Monate oder so, also nicht ganz ein Jahr. Wie alt warst du da? Das war nach meiner Ausbildung. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht. Da musste ich so 17 gewesen sein. Und was hat dich nach Paris geschlagen so? Ja, ich hatte damals einen Cousin, der da gewohnt hat. Und ich habe damals schon ein bisschen Französisch gesprochen, wollte noch mehr lernen, wollte einfach ein bisschen raus. Ja. Und dann bin ich nach Paris gegangen, haben wir zusammen gewohnt, am Gare de l'Est, am Ostbahnhof in Paris. Ja, dann war ich da fast so knapp ein Jahr und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Das war so erstmal, dass ich ins Ausland gegangen bin. Und dann hier in Deutschland ging es weiter wie zuvor so. Ja, Bruder, ich hätte das erste Mal musste ich in Jugendhaft gehen. So, als ich da zurückgekommen aus Paris war, dann schon was und so. Ja, dann wurde ich auch gebastelt. Und dann bin ich reingegangen. Ein Jahr. Ich habe 18 Monate bekommen, ich musste ein Jahr sitzen. Sowas. Das ist auch lange her. 13 Jahre. Und dann, ja, das war das erste Mal eigentlich, so dass es begonnen hat. Und als du rausgekommen bist dann so, hast du dir gedacht, okay, hat es dich abgeschreckt oder was? Nein, 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 nein. Das ist ja, das ist eine Mär. Das funktioniert nicht. Das funktioniert sowieso nicht, dass du sagst, ja, der Knast, das hat für mich, es war irgendwie beeindruckend oder überhaupt nicht. Also es ist ja eher so. Klassenfahrt, Jugendherberge. So ist es dort. Dass du dann, Leute, die sich anschauen, die wissen das selber, du gehst dann halt in diesen Film rein. Du lernst Leute kennen, du bist jeden Tag 24 Stunden mit Leuten, die das gleiche Ziel haben wie du, möglichst viel Geld in möglichst wenig Zeit zu verdienen. Das geht dann durch Kriminalität. Und mit den Leuten bist du dann auch gemeinsam. Und so schmiedet man Pläne, so hat man auch die Kontakte später, vielleicht nicht in der Jugendhaft unbedingt die großen Kontakte, aber so ist es dann immer wieder gekommen, dass man Leute in Haftanstalten kennenlernt. Ja. Das heißt, du bist rausgekommen mit größerem Kontaktbuch, dann warst du okay, jetzt Ja, Vollgas. ja. Und dann bist du ja auch von dort aus ins Ausland, glaube ich, gegangen? Ja, ich bin dann wieder ins Ausland gegangen. Ja, ich bin nach Bosnien, ich habe dann jemanden kennengelernt. Das war eine sprachige Gruppe, ich spreche jetzt nicht besonders gut, aber die Mentalität und so, das ist ja immer noch das Gleiche. Und habe dann da Leute kennengelernt, habe dann so eine Tour gemacht, musste nach. Leute, weiß jemand, welche Landsleute der da gerade angesprochen hat, was die weggepiepst haben? Das würde mich mal interessieren. Und sollte dann, oder eigentlich nicht, ich sollte ein bisschen weiter, Was sage jetzt genau? das Land nicht, ja, ich sollte Geld bringen, einen größeren Geldbetrag. Und
ich sollte das überbringen, aber das war nicht besonders zielführend. Ich wurde da gecatcht. Es war von Anfang an abgekartet. Das Auto war überwacht, volle Programm. Das heißt, die haben auf dich gewartet dort? Mhm, richtig. Aber die haben gedacht, dass ich Ware dabei habe. Also der ursprüngliche Vorwurf war, dass hier darum ging, also aus Crna Gora, also Montenegro, Heroin nach die Bundesrepublik Deutschland zu bringen. Mhm. Aber die haben zu früh zugeschlagen, die haben nur Geld gefunden. Mhm. Wie viel Geld? Kannst du sagen? Ja, 240.000 Euro. Ja. Okay. Das war, muss ich auch dazu sagen, dass es nicht mein Geld war. Also das hat mir nicht gehört. Natürlich, ja. Also hätte ich nicht mehr gehört. Wenn du mal gegeben hast, das Geld überbringen. Achso, also, ja, was kurier. Setz mich nicht hier. Ja, Leute, ganz kurz. Wir ziehen uns das auf normal rein, weil der redet schon doch ein bisschen schneller. Einen Flex ab mit Geld, das man nicht gehört. Ja, ja, alles klar, ja. Und dann bist du in Bosnien in Haft gelandet. Mhm. Ich wurde in Hum, im Hum wurde ich verhaftet, eine kleine Stadt. Und dann bin ich ins Gefängnis gekommen. Zu dem Zeitpunkt bist du 20 oder sowas, ja. Ja. Wie war das für dich dann so erstmal Ausland im Haft? Warst du da so ein bisschen nervös, weil du so dachtest? Ja. Du, ja, Ausland. Ist ganz anders, weil die Leute, die da sitzen, haben lange Haftstrafen, haben vielleicht 25 Jahre bekommen, 30. Es sind viele Kriegsverbrecher da. Mhm. Und du kommst da hin und bist eigentlich, also am Ende des Tages bin ich auch verwöhnt. Weißt du, ich meine, also hast eine Mama, die dir was kocht hat, die macht dir die Wäsche und so weiter. Und ja, bist eigentlich nur so ein Rotzlöffel, der denkt, dass er alles machen kann, mit allem durchkommt. Und dann wirst du einmal platt gemacht. Und der Typ ist so Real Talk, Alter. Ich schwör, das ist krass einfach. Der Typ, man merkt es ihm an. Er redet und man glaubt es ihm einfach. Er labert keine Scheiße, Alter. Man weiß, es stimmt einfach. Und dann ist mir passiert, und dann geht ich in einen Knast rein. Mhm. Ich bin dann da in ein Pavillon gekommen, in Zenica. Ja, und dann ging's los, ja. Und dann hast du mal echt einen Knast gesehen. Ja, was ging da los? Du saßt ja auch auf deinem weiteren Weg noch mehrmals in Deutschland auch in Haft. Was ist da so der Unterschied zwischen dem bosnischen und der deutschen Haft? Ja gut, manchmal gibt's nichts zu essen. Du kannst natürlich, wie sagt man es auf Deutsch? Du kannst natürlich, die Bestechlichkeit ist natürlich deutlich höher. Mhm. Aber vom Aufbau so gleich. Du bist halt immer offen. Du hast zum Beispiel Dusche und Toilette auf dem Gang. Das hast du nicht bei dir in der Zelle. Und musst halt morgens früh Spalier stehen. Ist halt ein bisschen anders als in deutschen Haftanstalten. Ja, ist halt mehr Militär, würde ich sagen. Mhm. Ja. Und von den Insassen, du hast schon gesagt, so, da sind so mehr also Kriegsverbrecher, lange Haftstrafen. Da sind richtige Kriminelle, echte Kriminelle. Ja. Das ist ja alles mit Perol gewaschen, was ich in deutschen Haftanstalten sehe. Also ich war ja da, ich bin zum Beispiel in München oder so im Knast gesessen. Da sitzen also Schwarzfahrer und Leute, die wurden dann mit 30 Gramm Marihuana erwischt. Weißt du, das sind ja keine echten Kriminellen am Ende des Tages. Und da sitzen da echte Verbrecher, internationale Menschenhändler, Heroinschmuggler, Kriegsverbrecher. Es ist volle Programm. Ja. Mhm. Das ist anders. Ja. Ja, und auch andere. Ganz anders. Andere Umgebung und auch ein anderes. hängt was anderes in der Luft. Bist du gut zurechtgekommen? Ich glaube, du hast relativ schnell so dein Urteil gehabt. Mhm. Es gab ein Schnellverfahren. Ja. Ich wurde da verurteilt. Zu, ich glaube, 2 Jahren, 24 Monaten. Mhm. Und mein Anwalt ist ganz gut gedribbelt, dass ich nach der Hälfte rauskommen konnte. Also ich habe abgesessen 13 Monate. Bin dann rausgekommen, musste noch, ich habe so Fiskalenrat schon hieß es. Ich habe so von der Steuer, die hat von mir noch Geld gefordert. Das haben wir auch schön bezahlt. Und dann war das Thema eigentlich gegessen. Ich hatte dann ich weiß gar nicht mehr, elektronische Fußfessel auf Deutsch heißt es. Mhm. Und dann habe ich die, so war ich auf Bewährung quasi frei, musste mich melden, hat der Auflage, die ich gleich durchgeschnitten bin, abgehauen. Wohin zurück nach Deutschland dann? Ja. Ja. Und hast du dir nach der Haft in Bosnien irgendwann mal so den Gedanken gesetzt, so okay, das war jetzt einer zu viel so, ich habe jetzt gesehen, ich saß mit richtigen Verbrechern am Tisch, es reicht, ich gehe zurück, du hast ja gesagt, du hast eine abgeschlossene Ausbildung so, ich gehe einfach nochmal arbeiten. Es wäre ja ein perfekter Zeitpunkt eigentlich gewesen so. Es gibt immer einen perfekten Zeitpunkt, um aufzugeben. Den gibt's immer. Aber es muss, das ist nicht meine Mentalität. Boah, wie gut der das ausgedrückt hat. Nicht aufzuhören, sondern aufzugeben, Alter. Brutaler Typ, Alter. Ohne Scheiß. Ist anders. Ich bin erfolgsorientiert, ich bin sehr zielstrebig. Und die Sachen schrecken mich nicht ab. Was für mich viel belangreicher ist, ist, dass ich sage, ich will was für mich erreichen. Und was da im Weg steht, das spielt für mich keine Rolle. Es gab niemals den Zeitpunkt, dass ich sage, ja, ich sitze jetzt in Haft. Dass ich sage, ja, jetzt reicht es aber mal wirklich. Es reicht nie. Es wird immer weitergehen. Und so ist mein Kopf auch gepolt. Mhm. Bis ich mein Ziel, wie ich jetzt
bis ich mein Ziel erreicht habe. Für mich, jeder hat was anderes. Die meisten Leute, die ich sehe, die wollen eine goldene Rolex, die wollen schnelle Autos fahren, die wollen Partys, die wollen schnupfen, die wollen... Verstehst du? Ja. Das ist halt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ein Haus, mein Ziel ist eine Familie gründen, mein Ziel ist abgesichert zu leben und all diese Ziele habe ich erreicht. Und der Weg dahin war weit, war steinig, aber im Grunde genommen habe ich alles erreicht, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Mann, wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, bei dir gab es kein Aufgeben, so. Du wolltest erst in dein Ziel kommen, bist dann in Deutschland. 21, 22 wirst du jetzt wahrscheinlich so sein. Ja, 22, so was um den Dreh. Ja, ja. Was ging, wie war dann dein Alltag so? Ja, ich habe natürlich, mein Alltag war, dass ich Geschäfte gemacht habe. Mhm. Ja, mehr oder minder im normalen Stil. Mhm. Und damit auch ganz normal, also gutes Geld verdient habe. Mhm. Aber allzeit natürlich Risiko. Ich habe zu dem Zeitpunkt, war ich viel in der Nähe, Frankfurt war auch wieder viel in München. In Hamburg war ich auch häufiger und habe einfach meinen Aktivitäten nachgegangen. Sehen wir noch auf der Straße oder sind wir schon auf der, in der Unterwelt? Wir sind hier eigentlich, was ist die Straße? Das ist auch immer eine schwierige Sache. Eigentlich sind wir immer noch bei jemandem, der, ja, der einfach ganz normal einfach nicht arbeiten gehen will und anders sein Geld verdient, ehrlich zu sein. Ja. Okay, ja. Lang hat es sich ja auch nicht in Deutschland gehalten dann wieder. Du hast, hier, du hast gesagt, du hast hier deine Geschäfte weitergemacht. Ja. Warst mal hier, warst mal da. Bei vielen in Holland dann zu dem Zeitpunkt noch. Ja. Ja, viel hierher gekommen nach Niederlande. Ja. Und dann bin ich irgendwann nach Dänemark gegangen. Mhm. Hatte da auch einen guten Kontakt zum Arbeiten. Kriegt man viel Geld für Sachen. Mhm. Das heißt, du bist auf, also auch wieder wegen kriminellen Sachen, so kriminell motiviert nach Dänemark gegangen. So. Ja. Du hattest die Kontakte und bist dann darüber gegangen. Mhm. Das war schon ein bisschen später. Das war. Also. Okay. War schon später. Also liegen schon 2-3 Jahre dazwischen, wo ich echt viel geackert habe und mir ein bisschen was aufgebaut habe. Mhm. Ja. Das heißt, du. Nach Dänemark? Ja. Nach Dänemark, um dein Geschäft zu vertiefen, vergrößern, auszubreiten, was auch immer so. Und ja, wie, was ging da in Dänemark dann? Was ging in Dänemark? Ja, auch ganz normal, immer schwierig. Wir haben halt da aus den Niederlanden viel gearbeitet, nach Dänemark. So generell Skandinavien ist so ein erträglicher Markt. Da haben wir ertragsreicher. Da haben wir halt viel Geld verdient, ja. Hm. Ja. Also das heißt, wie frage ich jetzt richtig, wie kommt denn nach Dänemark beispielsweise? Hast du irgendwie da mal was gehört, wie man nach Dänemark... Hast du mal was gehört? Vielleicht was gehört? Ob du vielleicht mal irgendwie mal was gelesen hast oder so, wie man nach Dänemark Drogen beispielsweise bringt. Drogen? BTM. BTM, ja. Ja, am Ende des Tages. Die Leute kommen hier vor Ort her. Überprüfen ihre Ware. Nach Holland. Ja, zum Beispiel. Überprüfen ihre Ware, zahlen ihre Ware. Und dann geht es einfach auf Transport, geht ein LKW mit einem guten Kennzeichen, einem guten Auflieger. Oder geht dann ein. Aber das ist. Geht zum Beispiel, ja, also ich gebe dir ein Beispiel. Okay, also einer bringt aus Dänemark, baut einen Unfall mit. Also bringt einen Unfallwagen. Er kauft von der Versicherung einen Unfallwagen. Mit ADAC und deutschem Kennzeichen drauf, safe. Auto, das einfach kaputt ist. Mhm. Okay, und dann geht das Auto geht auf ein Abschleppfahrzeug mit deutschen Kennzeichen und das, der Unfallwagen ist mit dänischen Papieren. Dann wird es in den Niederlanden verbracht, dann baut man den Unfallwagen, baut man das ganze Material ein und dann fährt er auf dem LKW, wie sagt man, auf dem Abschleppfahrzeug fährt er zurück nach Dänemark, hält keine Sau an. Ja. ADAC, Bruder. als Beispiel. Klar, okay, alles klar. Ja. Genau sowas wollte ich hören. Genau. Genau, wie war deine Zeit in Dänemark? Du bist dort auch in Haft gelandet, du hattest da mehrere wilde Sachen so. Ich war da 10 Wochen in Haft. Das ist halt auch, ist ja hier so ein Format, wo viele Leute, ich hab's mir angeschaut, bevor wir uns getroffen haben, über Knast reden. Aber ja, ich war 10 Wochen in Dänemark im Knast, weil es ein bisschen Trouble gab. Aber ja, ist nicht so, diese Knast-Ding ist, weißt du, ist aber so. Kannst du sagen, was für Trouble es da gab? Ja, es gab eine Schießerei. Ja, wir haben, es gab eine Schießerei. Ja. Wie kam das zustande? So, wie also Leute haben nicht, sind ihren, wie soll ich sagen, sind ihren Verbindlichkeiten nicht nachgekommen, ihren Absprachen, ihren Zusagen. Mhm. Und muss eine gute Antwort geben, wenn man in dem Geschäft wirklich erfolgreich sein will. Mit allen Wegen und Mitteln. Das, und ja,
wie gesagt, ich bin dafür nicht weiter belangt worden. Ich war in Untersuchungshaft, wurde freigelassen. Mhm. Und Mama nichts präzise nachweisen konnte. Mhm. Ja. Und dann bist du wahrscheinlich von dort auch direkt wieder gegangen. So. Ich war dann in Deutschland, bin ich dann gleich verhaftet worden, was anderem auch. Ja. Das heißt, du bist von Dänemark nach Deutschland, wurdest dort dann direkt verhaftet. Mhm. Okay, ja. Genau. Und saß dann da wahrscheinlich auch wieder. Ja, lange. Nur Untersuchungshaft gemacht. Sie hatte damals einen Tatwurf. 864 Kilogramm Marihuana, 4,2 Millionen Euro, inkriminiertes Vermögen. Gut, alles eingezogen, was ich hatte. Also, da es nicht viel auf deinen Namen gehabt, aber alles, was du halt dir gekauft hast, und alles war auf einen Schlag weg. Waren der Asservate, Champagnerflaschen. Ich schick dir das alles, das ja einblenden. Und ja, da bin ich, glaube ich, fast eineinhalb Jahre in U-Haft gegangen dafür, ohne alles. Also, da hatte ich auch nicht in eineinhalb Jahren mal schon mal ein Urteil oder so, sondern war ich eineinhalb Jahre echt so auf Holding-Line. So, da haben sie echt einfach gecheckt, was passiert. Haben meine Ex-Freundin damals auch eingesperrt. Ja, so ein bisschen Schikane einfach sowas. Mhm. Dann, ja, die hat 100 Tage Haft gemacht, hat auch nicht ausgepackt. Das ist krass. Er ist auch auf jeden Fall eine junge Dame. Ja. Sie wollten dich auf jeden Fall testen, so brechen. Mhm. Ja. Haben sie aber dann nicht geschafft. Du kamst wieder raus aus der U-Haft. Niemals, Bruder. Du kamst wieder raus aus der U-Haft. Und ich glaube, jetzt geht der Film Amsterdam bei dir los. Jetzt geht der Film Amsterdam los, ja. Und in unseren Vorgesprächen hast du mir gesagt, in Amsterdam wurde es richtig wild. So. Andere Welt. Ist anders. Oder Amsterdam ist... Ich sag euch mal was. So Frankfurt, Offenbach, Düsseldorf, Köln, was weiß ich, so die Großstädte, ja. Hamburg lasse ich gerade mal kurz weg. Sind krass. Gibt's auch viele krasse Leute und die da, die es machen, was weiß ich, ja. Ich war oft in Hamburg durch meinen besten Freund. Ich war sehr oft in Hamburg mit ihm, weil er da auch sein Geld immer abgeholt hat. Und dann haben wir auch manchmal da gefeiert, haben da im Hotel geschlafen. Die Jungs in Hamburg sind meiner Meinung nach nochmal eine Stufe über Frankfurt. Also die sind ein anderes Kaliber. Also so habe ich das gesehen, so habe ich die Leute da kennengelernt. Das sind alles amokgeile Jungs, korrekt. Aber wenn es ums Geschäft geht, sind die noch mal eine Nummer härter. Aber ich war auch fast ein Jahr, ich glaube 11 Monate war ich in Holland, ja. Ich habe da gearbeitet damals. Ich habe da auch Jungs kennengelernt, viele Marokkaner, die da auch vertickt haben vor den Coffeeshops und so. Und ich habe da gelegentlich bei denen mal was abgeholt. Habe mit vielen geredet, habe einen kennengelernt durch Zufall. Kannte ich seinen Cousin aus Frankfurt, das war ein richtig dummer Zufall. Und hab mit denen da auch ein bisschen gechillt, ein bisschen abgehangen. Ich war dann nicht mehr mit meinen Arbeitskollegen, ich war dann ab und zu mal mit denen so unterwegs, ja. Weil man hat sich gut verstanden und ich bin ja eh so einer, der so auf Gefahr steht und Adrenalin gepumpt ist, ja. Und war dann mit denen unterwegs. Und diese Holländer sind ganz anders strukturiert, die gehen ganz anders da dran, das ist... Da vor allem, da hingen auch überall Kameras und so, und die haben immer in den toten Winkeln gestanden. Die Bullen sind da auch alle 2-3 Minuten vorbeigefahren in immer denselben Stellen und so. Also ist auf jeden Fall, für mich sind die heftigsten so Holland, Belgien, Frankreich auch. Aber so die Jungs dort, die sind ganz anders unterwegs. Die sind wirklich ganz, ganz anders strukturiert, ganz anders, ganz anderes... Denken und wie die vorgehen und so, die sind ganz anders. Also das heißt jetzt nicht, dass es keine krassen Leute hier in Frankfurt aufmachen, was weiß ich, wo gibt, ja, gibt's überall, es gibt überall auf der Welt krasse Leute, ja, es gibt immer einen krassen. Aber so, das sind meine Erfahrungen, wo ich so, was ich so gesehen habe, was ich so erlebt habe, und ich habe auch schon viel gesehen und erlebt, vielleicht nicht so viel wie manch anderer, klar, es hat immer jemand mehr gesehen oder auch weniger, aber wie gesagt, Holland ist schon so ein abgewichstes Pflaster, Alter. Oder Amsterdam ist... Ja, Amsterdam ist wild, so, weißt du, ich meine, Amsterdam ist, kannst du nicht vergleichen mit jetzt irgendeiner anderen Großstadt. Also zumindest keine, die ich kenne jetzt in Europa.
Ja. So, wenn du, das ist ja auch, weil du vorhin gesagt hast, Straße oder so. Dann habe ich gesagt, ja, es gibt auch Unterwelt, sagen wir in Nederland. Also es gibt auch die Unterwelt. Und das ist ein anderer Zirkus, der da, eine andere Melodie, die da einfach spielt. Ja. Erzähl uns von der Melodie. Was ist der Unterschied zwischen der Melodie? Aber der ist auch gut, der löschert den gut durch alles. Der macht gute Interviews. Melodie in Amsterdam und der in München. Ja, schau. Oder NRW, Hamburg. Oder ja, was? Also guck, in Deutschland ist natürlich die Strafverfolgung ganz anders. Mhm. Das heißt, du hast viel mehr Ermittler, die... du hast viel mehr Manpower, du hast viel mehr Geld dahinter für Strafverfolgung und du hast viel weniger Leute, die prozentual gesehen Geschäfte machen. Ich habe mir hier letztes Mal so Dokumentationen angeschaut, dass die davon ausgehen, dass hier jeden Tag 100 bis 150.000 Leute in den Niederlanden aufstehen, nur um Marihuana anzupflanzen. Verstehst du? Also Marihuana anzupflanzen. Das heißt, also ein hoher prozentualer Anteil der Gesellschaft partizipiert an Kriminalität. Und auch das ganze Vermögen, das da erwirtschaftet ist, das ganze Schwarzgeld, wird ja auch wieder ausgegeben. Das heißt, das ist schon mal so ein grundlegender Unterschied, dass die Niederländer ganz andere Haltung haben zur Kriminalität. Ja, mhm. Ja, dass so. Hier viele Leute da auch arbeiten. Mhm. Und generell mit der, also was ist so an den Geschäften oder an den Deals, was ist so auf der Straße anders? Auf der Straße. Sag ich mal. Ja gut, du hast viel mehr Brut. Dieses Wort Straße, das gefällt diesem Kohl ja überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. So, auf der Straße. Das passt ihm nicht. Ich glaube, auch privat lebt er so ganz, ganz normal und so volles Familienleben, so Häuschen, dies, das, so, der hat gar keinen Bock auf das Geschäft, aber der macht das, weil halt mega viel Geld da drin steckt und er halt weiß, wie es funktioniert, ne? Sonst wird er ja nicht immer noch da sein. Ich glaube, der macht das hier schon auch ein paar Jährchen, ne? Also der Typ ist auf jeden Fall echt so, der hat krass starkes Charisma und ist ein geiler Typ, Alter, auf jeden Fall. Also ich meine jetzt, so keine Ahnung, wenn jetzt irgendwelche Kiddies das gucken, nehmt euch kein Beispiel dran, aber der Typ ist halt diesen Weg gegangen und warum nicht? Qualität, viel mehr Gewalt, viel abgefucktere Leute. Es gibt viel also ganz andere Methoden und Mittel, wie gearbeitet wird. Zum Beispiel? Ja, Bruder, du kannst halt hierher kommen und dann kann dir halt einer für 2.500 Euro in den Kopf schießen. Das ist halt hier normal so. Das kann halt vorkommen. Wenn du nicht wirklich weißt, was du da machst, mit wem du es zu tun hast, kannst echt baden gehen. Das ist halt anders. In Deutschland, zum Beispiel in Deutschland werden einem 50 Kilo Gras geklaut. Ich frage dich einfach, drehen wir es um. Was ist das Schlimmste, was echt passiert? Bei 50 Kilo Gras? Ja, einer echt 50 Kisten dir rippt. Also, was denkst du? Was du wirst auf jeden Fall nicht sterben. So. Du wirst nicht sterben, aber du kannst böse auf die Fresse bekommen. Ja. Und was? Und ich würde dazu noch addieren. Ja, gut. Bei 50 Kilo, ja krass, okay. Bei 50 Kilo Kokain, glaube ich, sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Du kriegst auf jeden Fall ein paar Stiche. Aber ja, da hat schon recht. Der Vergleich ist ganz gut. Du wirst angerufen, der Typ, der uns geklaut wurde, der wird Leute anrufen, die werden Leute von dir anrufen, es muss irgendwie geklärt werden. Bruder, hier, Mann, ich kann dir... Digga, das ist so lang, das könnte ich gar nicht aufzählen. Da musst du 260 Minuten machen, bis wir da fertig sind. Da ist es halt einfach, die Leute werden mit dir... Ey, ich hoffe, da kommt noch so ein dritter Teil raus, Alter. Zwei Teile gibt's ja jetzt. Nicht reden, du kriegst einmal die Möglichkeit, dich dazu zu äußern und deine Schulden zu bezahlen oder das, was du da getan hast, das zahlst du zurück. Wenn du das nicht tust, dann gehst du. So einfach ist es. Wie wird das dann gemacht? Wirst du, also man kann sich ja auch, wenn du weißt, okay, ich habe so eine X Schulden, kann man sich auch irgendwie verstecken oder so? Ja, es gibt viele, die auf niederländischen Antillen und nach Brasilien, vor 3-4 Tagen ein ganz bekannter Typ in Brasilien gefischt, der auch gesucht. Bruder, ja, klar, das machen viele, aber die holen nicht überall. Die ganzen Morde, die in diesem Circuit drehen, sind ja international. Wir haben der Crime, der hier stattfindet, kennt keine Ländergrenzen. Die haben Leute in Thailand geholt, das ist ja klar. Deswegen Leute in Dubai geholt, das ist international, da spielen alle mit in der Türkei, viele Morde, die hier mit im Zusammenhang stehen. Deswegen ist ganz anders, also ein Menschenleben ist nicht viel wert. Kannst du ein bisschen erzählen, was so von der Struktur? So. Naja gut, 2,5 bis 3,5 Mille, ne? Das ist schon eine andere Welt, diese Unterwelt ist schon auf jeden Fall eine heftige Nummer. In dieser Unterwelt, so was sind das für Leute? Also so, du hast Organisationen, in verschiedener Art, aber alle sind international. Also es gibt nicht, dass sie sagen, ja, wir sind nur Deutsche oder wir sind, verstehst du, also sind bunt gemischt und sind sehr dynamisch. Das heißt, es gibt einen Typ zum Beispiel, der regelt nur Transporte. Ja, das stimmt. Ich kann euch halt so, weil ich es aus eigener Erfahrung weiß, wie es da so einigermaßen abläuft, durch meinen besten Freund, der hat mir auch gelegentlich mal so das eine oder andere erzählt, er hat mir auch nicht alles erzählt,
Ich habe halt immer gedacht, dass er Gras gemacht hat, da international mit den ganzen Leuten da. Wie gesagt, die wurden ja gefickt. Encro-Chat, Sky wurden die gefickt. Da gab es damals auch noch irgendwelche anderen Chats. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Also, ich kenne das nur mit diesem Encro-Chat und mit Sky. Und hast halt ein präpariertes Handy bekommen. Dafür hast du, keine Ahnung, 500 bis 1000 Euro bezahlt. Irgendwie sowas um den Dreh. Dann hast du mal für dieses Programm hast du irgendwie vierteljährlich, halbjährlich hast du, keine Ahnung, halbjährlich, glaube ich, oder vierteljährlich, nee, halbjährlich 1200 bezahlt oder dann gab es auch Angebot mit 800 Euro. So, also so, ich weiß jetzt keine ganz genauen Zahlen, aber irgendwie sowas um den Dreh war das, ja. Und da bist du auch über einen Taschenrechner in das Programm gegangen und so Geschichten. Also ich habe das wirklich live gesehen. Auch EncroChat, ich habe da wirklich daneben gesessen bei meinem besten Freund, ich habe gesehen, wie er geschrieben hat. Aber was dumm ist, die haben sich da wirklich gegenseitig auch Fotos geschickt und lauter so Geschichten, privat mit Gesichtern und das war dumm. Und das wurde auch dem einen oder anderen zum Verhängnis, ne? Weil ich kenne ja zwei, drei Leute, die wegen der Sache sitzen. Also zwei kenne ich persönlich, den dritten kenne ich nicht persönlich, den, was ist nicht persönlich, habe ich einmal getroffen, gesehen, aber man hat nichts miteinander zu tun, der war von meinem besten Freund halt irgendwie auch Partner oder sowas, ich weiß nicht. Aber ich will nichts Falsches erzählen, ich will nicht lügen. Ja, und ja, böser Bullshit. Er macht nichts anderes. Denn sein Job sind nur Transporte und er arbeitet mit jedem Team zusammen, die Transporte regeln. Und dann gibt es die Abteilung, gibt es halt Gruppen, die haben dann eine Abteilung nur für Vollstrecken. Ja, wenn was nicht passt, sind da sechs, sieben Mann am Start und kein Fallobst. Starke Leute, ja, die nicht lange, da wird nicht gezögert. Du kriegst, wie gesagt, kriegst eine Ansage und als du die nicht verstehst, machst du, also das ist halt anders, ja. Und so ist so eine Organisation dann aufgebaut. Einer macht Transport, einer macht Logistik, einer macht Distribution. Ja. Ja, so funktioniert das. So funktioniert das Spiel dort. Wie läuft es in Amsterdam dann ab? Also die Leute kommen wahrscheinlich von außerhalb her. Also erzähl, wie läuft es ab? Wenn Leute kaufen oder was? Ja, genau. Ja, Leute kommen aus Generell allen. in so einer Organisation, also Wie das läuft. genau. Also zum Wie Beispiel. knüpft man auch die Kontakte beispielsweise Zum zu Beispiel Leute, Internationalen? ich gebe dir nochmal das Beispiel. Also einer baut Gras an, ja, der haut sich 50 Lampen rein in ein Apartment und dann kriegt er 25 Kisten Gras raus. Dann verkauft er die für 4.000 Euro, hat er 100 Mille. Das macht er drei, vier Mal, dann hat er eine halbe Million Euro, sagen wir, auf der Seite. Und das fünf, sechs Mal, macht er eineinhalb Jahre, hat eine halbe Million Euro auf der Seite. Dann geht er hier in eine Bar und dann trifft er irgendeinen Typen, der kommt aus Dominikanischer Republik, der kommt aus Curaçao, der kommt aus Kolumbien. Er sagt, ey, du hast ja viel Geld. Ich kann mit dem Geld auf der anderen Seite was regeln. Ich kenne da jemanden, der arbeitet im Hafen. So geht es los. Schick mal Money Transfer rüber. Dann gehst du zum Money Transfer, der schickt Geld darüber. Und dann kennst du vielleicht auch jemanden. Du kennst da einen, sagst, ah, mein Freund, der arbeitet da und da im Hafen oder dies und jenes. Und so geht es los, dass die Leute halt ihr Material. Kann dem Ding aber auch zum Verhängnis werden, wenn es Bullen sind oder so. Hier reinbekommen. Und dann geht es halt los, dass sie, du hast Kunden, die aus allen Herren Ländern kommen. Hier ist der Kreisverkehr für alle Geschäfte, die europaweit laufen. Es gibt so ein bisschen in Madrid, ein bisschen was, weil Marbella ist ja, weil viele Leute jetzt nach Marbella gehen, jeder, der jetzt 20 Kilo Gas zur Post bringen kann, ist jetzt Escobar, aber Marbella ist ja auch, Spanien-Vergleich ist ja auch nichts, sondern die richtig starken Leute sitzen auch in Madrid. Das gibt es da auch so ein bisschen, dass da Leute hingehen, um Sachen zu kaufen. Aber hier kommt ja eigentlich die ganze Europa hin. Also, ob das jetzt aus Italien ist, ob das aus Skandinavien ist, das ist eigentlich scheißegal, aus Polen, die kommen alle dann hierher. Und dann haben die ihren Kontakt und kaufen ihre Sachen und transportieren die weiter. Ja. Krass auf jeden Fall, ja. Krass auf Unglaublich. jeden Fall schon mal. Danke für deine Offenheit und Ehrlichkeit so auf jeden Fall. Gerne. Wie war es dann? Ja, da gibt es sehr tiefe Einblicke in diese Unterwelt. Das ist schon, also ich glaube, das kam bisher auch noch nie vor, oder? So, ich weiß nicht. Also ich höre sowas öffentlich zum ersten Mal. Ich weiß sowas auch nur grob durch Erzählungen von halt meinen privaten Kreisen, ja. Weil der eine oder andere halt den kennt oder was zu tun hat oder wie auch. Ich selber habe damit nichts zu tun, ja. Aber es ist schon krass. Also ich finde es sehr spannend. Mich interessiert sowas halt auch persönlich sehr. Und ja, keine Ahnung. Krasse Sache auf jeden Fall. Und für dich, als du in Amsterdam gelandet bist, du hast gerade sehr schön und ausführlich erzählt, was hier abgeht und wie es hier abgeht und wie die Unterschiede vor allem auch sind zwischen Bayern oder generell Deutschland und Amsterdam. Wie war das für dich? Hast du direkt Anschluss gefunden und auch so zurechtgefunden, die Regeln direkt akzeptiert? Ja, schau, ich bin natürlich auch sehr gut vernetzt. Ich bin natürlich auch, ich habe zum Beispiel als Beispiel jetzt Mokro,
mit dem ich ja auch eine sehr enge Freundschaft verbinde. Liebe Grüße an der Stelle. Er ist auch an Mokko. Den habe ich ja auch in Haft kennengelernt. So, weißt du, da sind die Beziehungen, die man miteinander hat, ja viel reiner. Du kannst dir nichts blenden. Weißt du, ich meine, keine Uhr, keine Klamotten, kein ich bin mit dir gut, weil du Geld hast, sondern du bist halt einfach zusammen im Knast. So, und sitzt in der Zeit ab und da lernt man sich halt kennen und da gibt es ja auch nicht viele Leute, die du aus der Haft mitnimmst. Und dann verstehst du dich halt gut und dann bin ich nach Niederlande gekommen und hatte auch ihn als sehr guten Menschen kennengelernt in Haft und hat sich auch später immer wieder bestätigt, dass er halt ein ehrlicher Mensch ist. Mhm. Und mit ihm habe ich auch dann sehr viel Zeit verbracht, sehr guter Kontakt, sehr loyaler Mensch und das ist halt für mich belangreich und so haben wir uns, so bin ich in Niederlande gekommen und hier ist halt alles ein bisschen entspannter, die Leute sind relaxter. Es ist kein Druck. Die Leute verurteilen dich nicht, wie du aussiehst oder rumläufst. Ob du jetzt schwarz bist, weiß, gelb, schwul, macht nichts aus hier. Mhm. Ja. Und wie war das dann für dich? Wie bist du hier angekommen? Also, bist du dein Zurechtkommen durch ihn war dann wahrscheinlich. Oder er kann mir halt helfen. Ich sage, ich brauche ein Apartment, okay, kein Stress. Ich brauche ein Auto mit holländischem Kennzeichen, kein Stress. Wo kann ich Geld lagern? Hast du gar jemanden? Wo kann ich dies, das, jenes tun? Ja, ich kenne ja jemanden. Mhm. Er ist ja hier bestens vernetzt. So. Ist ja auch hier bekannt, ohne dass er Musik gemacht hat oder irgendwas. Sondern und das hat mir halt auch eine gute Infrastruktur gegeben, um hier halt gut anzukommen, gut reinzufinden. Ja. Korrekt auf jeden Fall. Lass jetzt den Kreis schließen zu der Line. Zu der Säureline. Zu der Säureline? Ja, genau. Ja, manche Leute machen natürlich Fehler. Mhm. Das ist hier in der Vergangenheit natürlich vorgekommen, in den letzten Jahren. Aber was heißt Fehler? Fehler heißt, ich bezahle nicht? Oder? Ja, klauen oder versuchen, eine Linie nennt man das, zu übernehmen. Also was bereits besteht, ein funktionierendes Konstrukt zu zerstören, um selber mehr Marktanteile sich zu sichern. Mhm. Und da machen Leute halt eklatante Fehler. Und da ist es in der letzten Zeit, also in den letzten 2-3 Jahren, sehr, sehr häufig, ich glaube über 100, ich glaube 120 verschwundene Personen in diesem Circuit, die da drehen. Und man findet ja auch keinen. Das heißt, die meisten Leute sind wahrscheinlich auch, wie man auch hört, aufgelöst. Ja, krass auf jeden Fall, richtig, richtig krass. Also diese Line war auf jeden Fall. Die ist hängen geblieben. Die ist auf jeden Fall hängen geblieben, ja. Ja, Mann, wie lang bist du jetzt in Amsterdam? Weil du bist ja auch nochmal in Haft gelandet dann. Ja, ja, ich bin in Amsterdam jetzt richtig seit 3 Jahren, dass ich echt hier lebe, wo ich freikomme, in die Niederlande gegangen, dass ich jetzt wirklich hier lebe, richtig gefestigt bin ich 3 Jahre, aber ich komme natürlich schon ewig lang. Ja. Irgendwie die Hälfte meines Lebens wahrscheinlich hier. Ja. Ich habe damals sogar einen Schulausflug gemacht und während alle anderen auf dem Eiselmeer in Texel beim Segeln waren, da habe ich mir was Schönes gekauft. Ja. Und wann ging der Film für dich richtig los in Amsterdam? Der Film, als ich hierher gezogen bin. Also 2017? Ja, so 2017, 2018, dass wir groß gearbeitet haben. Mhm. Ja, große, starke Kontakte. Ist natürlich, du kannst die Kontakte in Deutschland nicht vergleichen oder die Teams, die arbeiten, kannst du ja nicht vergleichen. Das sind ja international wie die in Deutschland. In Deutschland ist einer, wenn einer 100 Kisten schiebt, Digga, ist eine Hausnummer. Mhm. Ja, also wenn einer 100 Kisten platt macht im Monat, dann ist der auf jeden Fall stabil in Deutschland. Und das ist auch reicht, weil er bestimmt an jeder Kiste 1.000 Euro verdient und dann hat er richtig 100.000 Euro pro TP. Und was von was für Mengen reden wir hier in Amsterdam? Ja gut, du hast Leute, ich habe jetzt letztes Mal zum Beispiel einen Streit mitbekommen, da ging es um 400 Millionen Euro. Dass zum Beispiel eine Organisation hatte 400 Millionen Euro in der Kasse und dass jemand seinen Teil nicht ausbezahlt bekommt. Und das sind, also wenn einer so Megatransporte regelt, sieht man immer wieder, dass er 16 Tonnen gefunden hat, 21 Tonnen, 6 Tonnen, 9 Tonnen. Und dann kannst du es ja ausrechnen. Wenn die Leute 8.000 Euro pro Kiste bezahlen und geben es hier für 30 weiter, dann kannst du ja ausrechnen, der Gewinne 22.000 Euro und dann mal 10.000, dann kommt da schon richtig was zusammen. Ja. Ja. Ja, man, du hast mir auch im Vorab gesagt, du hast auch im Interview gesagt, Amsterdam ist eine andere Hausnummer. In Amsterdam geht's, also in Holland generell geht's anders ab als. Ja, eigentlich hast du es zu mir gesagt, ich weiß nicht, ja. Ja, ich hab's gesagt, wie auch immer, es ist auf jeden Fall einfach so. Wir sind jetzt am Ende von der Besuchszeit. Mhm. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass wir so ein bisschen deine Biografie aufrollen konnten. Gerne, gerne. Und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal einen extra Teil drehen könnten, wo wir so ein bisschen auf Amsterdam und die ganze Politik und was hier abgeht und dies, das näher drauf eingehen könnten. So. Sehr gerne, warum nicht, Freunde? Ja, Mann, sehr, sehr gerne. Ja, richtig Fall, Ehre, wie gesagt, danke für deine Gastfreundschaft. Und Bruder, gerne. Wir sehen uns auf den zweiten Teil. Ciao, Allah. Grüß dich. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Bruder. Ja, several suspects.
Sehr, sehr geiles Interview, wirklich sehr übertrieben, brutal, einfach ein sehr gutes Interview. Der Typ macht auch gute Arbeit, also der interviewt echt sehr gut, also kann man nicht sagen, also wirklich geiles Format. Ja, Leute, keine Ahnung, auf jeden Fall abonniert diesen Kanal hier, 26 Minuten TV, abonniert auch von Kolian den, Kolian sage ich schon, Kolja, sorry Brudi, von ihm den Kanal. Müsst ihr abonnieren, der macht, also seine Mucke ist auch echt, also ich feiere es übertrieben, ich finde es saugeil, so er hat was, er, das ist einfach, zieht's euch rein, das ist, also ich pump gerade seine Musik übertrieben, es gibt zwar nicht so viel, aber geiler Typ auf jeden Fall. Ja Leute, auf jeden Fall, das war jetzt erstmal Teil 1, ich reacte auch auf Teil 2, das lade ich dann wahrscheinlich auch noch, keine Ahnung, Dienstag oder Mittwoch hoch. Auf jeden Fall lasst mal ein Abo da, Jungs. Kommentiert, liked, teilt, beleidigt, macht was ihr wollt, aber pusht den Algorithmus. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr von diesem Kolja Goldstein haltet. Also ich halte von ihm, wie soll man sagen, also ich finde, ich feiere ihn so als Person, wie er ist, so, weißt du? So, man muss halt nicht unbedingt unterstützen, was er macht. So, also andere Personen, ich find's geil. Ich kenne das Geschäft ja mehr oder weniger halt nicht so in dem Format, wie er es macht, in den größten Dingern da, ja. Ja, Leute, schreibt es in die Kommentare. Und ihr wisst, Hashtag 069 rein und am besten noch Hashtag Niederlande rein. Also haut rein.